Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trials of Mana. Letzte Folge haben wir gegen Bill und Ben gekämpft, diesen netten zwei Brüder, denen wir schon mal begegnet sind. Und ich vermute, dass da unten, weil ich auch speichern kann, jetzt gleich nochmal so ein. Okay, ich kann nur speichern. Das macht mir schon mal Angst. Vermute mal, da kommt jetzt der nächste harte Fight. Ich habe Angst, dass die andere da opfern möchte. Oh Gott. Unless you want me to throw her into the flames. Ah, der Bruder, den wir schon kennengelernt haben. Oh mein Gott. Okay. Er hat seine Schwester dann wohl wieder. Das freut mich. Ich hoffe, ihr geht's gut. She's unconscious. But we can't leave her in this weakened state for long. Belladonna cursed her. Something managed to break the curse, but Jessica's been wearing the choker of death for so long. Her body and soul are broken. Okay, aber ich habe die Hoffnung, dass sie wieder wird. Hang in there, Jessica. Okay, ich hoffe wirklich, dass sie wieder wird. Take her back to the Oasis of Dean. You need to follow Belladonna. She's trying to release the energy of that man. Ich frage mich, wenn wir nicht die drei Leute genommen hätten, ob wir die Geister in der Reihenfolge bekommen hätten. Oder ob wir da schon viel früher gewesen wären, keine Ahnung. Vielleicht spielen wir das Spiel noch irgendwann nochmal durch. Und dann finden wir das heraus. Oh Gott. Ah, die sind dann wohl wirklich tot. Oh Gott, in was verwandelt die sich jetzt? Oh Gott, nein. Ja, ist wirklich gerade spannend. Ja, wir brauchen das Schwert, aber sowas von. Da ist Vesuvio. Früher haben wir ihn ja aus dem Ofen gerettet. Er sieht nur ein bisschen wütender aus. Okay, der macht auf jeden Fall Feuer unter den Hintern. Okay, wir haben dann wohl Vesuvio auf unserer Seite. Da du jetzt Salamanderkräfte hast, kannst du Feuerelementen-Magie einsetzen, indem du den Fähigkeiten von Ausbildung Lernpunkte zuweist. Einige Beispiele: Flammensäbel, Stärkung, Feuerball. Okay, das wird auf jeden Fall übel spannend. So, kann ich da irgendwas machen? Wahrscheinlich auch nur Klassenwechsel. Kann ich jetzt eigentlich meine Klasse wechseln? Oder brauche ich immer noch 38? Okay, ich brauche wirklich Stufe 38. Aber wir sind ja schon Stufe 30, also. Suche nach dem Mondelementar. Okay, ja.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht bei diesen komischen. Power Chicken. Hallo, schön, dass du da bist. Machst du heute bis 20 Uhr oder? Ja, genau. Ich mache jetzt nur noch eine Folge dann und dann höre ich für heute auf. So. Dann schauen wir aber, dass wir noch ein bisschen auf dem Weg zum Mondelementar kommen. Okay, da sind jetzt auf jeden Fall die ganzen Gegner weg. Ich wette aber, dass irgendwo noch so ein Arschloch rumhoppelt und mich gleich angreift. Oh Gott. Das habe ich ja schon fast vergessen. Ah! Fuck. Oh. Ich hätte da rausgehen müssen. Ich dachte, es kommt mit so einem Screen, so, ja. Die anderen kannst du auch ruhig abfackeln. Das bin ja nicht ich. Das ist darunter, ja. Wann sehe ich eigentlich wieder normal? Das nervt. Jetzt. Okay, ich steig da nicht hin. Och nee, das sind Gegner. Einmal drauf da. Okay. Und dann noch ein Ninja-Meister für 29. Okay. Und noch. Oh, ich habe keine Kraft mehr. Scheiße. Dann gehe ich auf den Tomatenmann und hoffe, dass ich gleich 100% habe, dass ich wenigstens ein Wirbelspeer machen kann. Da soll hoffentlich Durant draufgehen. Die haben ja 300%. Warum macht ihr das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich stehe immer da und greife alles an, mache überall die Rüstung weg und er hat sogar eine Fähigkeit, dass es schneller geht. So. Au. So. Ja, danke für die Heilung. Ihr zwei müsstet doch nur eure Special-Angriffe einsetzen. Okay, ich habe schon wieder keine Angriffe. Ich hoffe, dass sie irgendwas einsetzen. Er braucht doch nur seinen geilen Wirbelwind einsetzen, dann werden die ganzen Gegner down. Und das sofort. Aber er ist halt einfach scheiße. Doch, heilt nicht, brav. Ich freue mich ja schon, wenn wir jetzt dann die 400% bekommen. Dann hockt er halt trotzdem da und macht nichts. So. Angriff auf den Tomatenmann. Ja, er hat den Wirbelwind gemacht. Brav, sehr brav. Hat er alles gekillt? Nein, da hinten steht noch was. Und jetzt macht sie auch eine heilige Kugel. Gibt's doch nicht. So, wo geht's hin? Achso, wir haben jetzt Frostertag. Nice. Okay, ich mach mal. Wie kann es man nicht einstellen, wie bei Dragon Quest, ob sie Angriff sparen, bis sie. Ich habe das schon so hochgestellt, dass sie das eigentlich immer machen sollen. Das ist ja das Dämliche. Ich habe alles so hochgestellt, dass sie das eigentlich dauerhaft machen sollen. Aber das machen sie leider nicht. Okay, und da komme ich auch nicht drüber, oder? Oder kann ich das jetzt ausschalten? Okay, die Feuerausbrüche sind zu hart. Ich dachte, ich komme nur mit Vesuvio dann drüber, aber nein. Okay, mal schnell geheilt. Okay. Bestimmt kommt man da irgendwie hinter. Vielleicht muss ich irgendwie seine Magie einsetzen. Habe ich irgendeinen Angriff von Vesuvio? Okay, ich kann jetzt mentale. Okay, ich kann jetzt Leute stärken und schützen. Ja, ich bin eine Unterstützerin und eigentlich keine Angreiferin, wie ich das eigentlich in der ganzen Zeit mache. Ich bin ja eigentlich hier mehr Angreifer als das Angreifer. Ein Kaktus-Fratzi. Ich finde die voll cool. So, geht's mal weiter. Oh, wieder so Kackgegner. Okay, die haben mich nicht entdeckt. Haha. Bin geflüchtet. Wieder hoch kann ich nicht. Mist. Ich versteine mich doch jetzt eh gleich wieder. Ich wünschte, ich hätte, würde irgendeinen Gegner kaputt machen können, wo ich wirklich wie beim Endgegner zwei Level hochsteige. Und dann lässt mich alles andere in Ruhe. Das ist so praktisch.
Also der einen, wo ich total unterlevelt bin, aber den halt dann trotzdem zerstöre und dann... Och nee, nicht schon wieder solche. Okay. Yay, er hat seinen Wirbelhieb eingesetzt. Sehr brav, sehr, sehr brav. So. Okay, wir haben gewonnen. Ey, ein Traumschiff erhalten. Ich hüpfe da einfach mal dagegen. Hinten liegt irgendwas im Bonbon. Ja, da hinten will ich eigentlich nicht hin. Wo muss ich denn hin? Okay, ich muss noch da oben. Das heißt, ich muss noch da. Jetzt nach links. Jetzt bin ich praktisch bei dem Dorf, wo ich schon war. Jetzt muss ich nach oben. Lauf jetzt mitten in die Gegner rein. Scheiße. Ihr hättet da nicht so auffällig vorbeirennen sollen. So. Auf da. Angriff. Cool, ich bin versteinert. Ich möchte aber ihn, wenn ich versteinert bin. Ach, die sind beide versteinert. Wie schön. So, einmal auf ihn. Mach ich das mit ihm fertig hier. Boah, weh, du versteinerst mich, gell? Oder sie. Der auch kacke. So, ich gehe jetzt einfach mal mit ihm hier durch, weil er einfach die besseren Angriffe hat. Und er seine Angriffe immer nicht einsetzt. Deswegen gehe ich einfach mal mit ihm jetzt durch. So. Dann gehe ich mal voll drauf. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ernsthaft? Die macht dann wirklich sowas wie Schutz. Ist ja interessant. So, okay, das Ding ist auch down. Wow. Irgendwie funktioniert das besser, wenn ich er bin irgendwie. Ich glaube, das Spiel ist auch so ausgelegt, dass du hier am Anfang einen angreifenden Charakter aussuchst. Nicht so wie ich, wo man sich gedacht hat, so, boah, ich nehme die Unterstützerin. Heilendes Licht. Aber in Secret of Mana habe ich ja auch eigentlich immer den Typen gespielt, eher. Und bin mit ihm draufgegangen. Und ich habe mir immer auf die Short-Tasten gelegt, wo ich wen, also wie ich wen angreifen möchte. Ach, da hinten gibt es noch einen Entensoldat. Okay. Das ist aber auch schon down drauf. Ey, der Heini hat es mal wieder erhöht. Ah, da drin gibt es schon nichts Wichtiges. Ah, da gibt es aber was Wichtiges, ein Bonbon. So, dann gehen wir mal nach da hinten. Ich kann einfach mal da dann entgegenspringen. Also beziehungsweise wir müssen jetzt erstmal die Teile töten. Kreuzhieb! So, und down. So geht das, okay? Ich glaube wirklich, ich muss jetzt ihn immer spielen, wenn ich nicht gerade im Endkampf bin. Aber dass der seine Fähigkeit nicht so verschwendet. Okay, bin ich ein bisschen versteinert gewesen, was passiert. Weil dann soll sie einfach unterstützen, was ich ja normalerweise nicht mache. Und mit ihnen kann ich ja trotzdem recht gut angreifen. Das gibt es da nichts, oder doch? Hier gibt es was. Hier darüber hüpfen, bringt mir das was? Nee. Okay. Dann schauen wir mal nach da oben. So. Einmal drauf da. Da drauf. So, aber jetzt ist die Riesi ja auch hochgestiegen. Jetzt können wir der auch wieder coole Attacken geben. Okay, bei der wollten wir komplett auf Stärke jetzt gehen, weil ich denke echt, dass es das Beste ist.
So, aber für die Leute auf YouTube war es mit der Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Tries of Mana. Bis dahin, tschüss.